Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren React hier auf Pietsmeet TV. Heute mit dem Bram, dem Christian und mir, dem Peter. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und heute schauen wir uns an Best of Pietsmeet Schrottwichteln 2016. Vor 8 Jahren haben wir Schrottwichteln gemacht und dazu gibt es ein 20-minütiges Best of, das vorgeschlagen und gewünscht wurde von einem User namens Geomongo. Und der, es wurde viel von euch hochgevotet und das schauen wir uns jetzt mal an, weil ich glaube, wir haben alle sehr gelitten und ich habe das von den anderen Jungs nie gesehen. Nur Dinge drüber gehört. Ich hab erst gedacht, wir labern jetzt, beziehungsweise da kommen jetzt die Geschichten über unsere Weihnachtsfeiern. Ach so, welche Geschenke da verteilt worden sind. Ja, ich habe auch erst an die Weihnachtsfeiern gedacht. Nee, das sind wohl, wir haben da ja uns gegenseitig scheiß Spiele auch zugewichtelt und haben dazu einzelne Videos gemacht. Guck mal, da war Sepp noch jung und knackig. Wo siehst du da denn? Weil er so verzweifelt aussieht. Boah! So, wir mussten hier eine Stunde spielen, ne? Ich glaube schon. Lol, das gab es ja auch. Herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die! Was geht ab, ihr geiles Schützchen? Ey, das haben wir mehrfach gespielt. Ich werde mich nie vergessen. Nie vergessen, wie wir das gespielt haben und dieses Game einfach so unterirdisch aussah und dann alle ankamen in den Kommentaren mit, ey, das ist aber voll geil und ihr müsst es mehr spielen und ich mir nur so dachte, holy shit, Alter. 7 Days to Die, meinst du? Oh Mann, ja. Ja, es ist gar nicht so unbeliebt. Also die haben da ja auch viel rumgepatcht und bei dem Schrottwichteln hatte ich, glaube ich, Glück, dass Jay, wieso hat Jay da bei mir mitgespielt? Ich glaube, der wollte einfach. Ja, das kann sein. Mein Schrottwichtelspiel. Blood of Old. Airport Simulator. Oh, das hab ich selbst gegeben. Alles klar, wir gucken uns jetzt erstmal die Bewertungen von dem Spiel an. Was hat Peter mir schöne Big Picture Mode gegeben? Wow. Oh, ich hab die. Oh, das sind übrigens die Helpful Reviews. Das war das schlimmste Spiel, was ich je gespielt habe, immer noch. Ich könnte mich an das Katzenspiel auch direkt erinnern, weil ich hatte. Trading Cards. Sind nicht hier irgendwie ein positiver Comment, der halt wirklich. Bad Garbage. What is more important, ability to fight without even fighting or taking apples? Also es soll was mit Äpfeln zu tun haben. Better to suicide than play this game again. Alles klar. Gucken wir mal rein. What? Siegfried, du bist unsichtbar. Beeilung, los geht's. Was ist denn das? Ich meine, nicht mal eine. Der hat ein goldenes Auto, das passt doch schon. Ja, stimmt. Boah, Alter. Was ist denn das? Handbremse? Oh! Ja, aber was fährt der da? Ist das der Foodtruck? Ist das der Speed, dass man hier driften kann? Schade. Das ist der Foodtruck, oder? Ziel! Ja, weiß ich nicht. Level cleared. Ist das cool, wie excited Bram ist. Boah, weißt du noch, wer dir das gegeben hat, Bram? Welcher Cam-Manager süchtige Crackhead? Ich weiß es nicht. Ich hab Christian schon sein Spiel gegeben. Ich weiß es nicht. Okay. Seid ihr denn aus dem gleichen Jahr? Ja, stimmt, 2018, ne? Nee, 2016 meine ich, ja. Ja. Scheiße programmiert. So. Alter, irgendwelche Map Pads haben diese Spieler gemacht, als die dann. Aber er hat 6 Spielmodi, die sind alle komplett unterschiedlich. Aber das sieht machbar aus, finde ich. Ja, das ist spielbar zumindest, das Start. Ich glaube, ich habe das durchgespielt. Im Sinne von, das sieht nicht so schwer aus, meine ich. Nachgedacht haben, so. Oh. Ja. Ich bin ein Catfish. Okay. Oh yeah, Baby. Ich renn durch die Welt. Und zeig an, wie es geht. Ich bin so gut. Ich bin ein Catfish. Öffnes Glas. Baby. Richtig einölen. Oh ja, Baby, so öl mich ein. Warte mal. Kann ich dich einölen? Oh, ich bin in dir drin, Junge. Ist das ein geiles Gefühl. Recipes. Oh, gib ihm. Alter, wie viel hält denn aus? Gesicht. Ich mach auch mit. Ja, Mann. Krüppelkeile. Ja, Mann. Was hast du Geh gefunden? Weg. Hast du was gefunden? Nee, was ist das denn? Leute, hast du Waffe gefunden? Das denn? Ich hab keine Munition dafür. Wie hältst du die in der Hand, Alter? Einfach so, ey. Mega behindert. Choose Quality. Natürlich high. Was lädt er denn da jetzt so lange? Alter! Das war richtig laut. What the fuck? Wo mach ich das denn leiser? Der Menüst da! Der ist dahinter. Der ist natürlich da dumm gelaufen. Ja, gut, dass es zweimal Exit gibt. Musik. Hi, nein! Ich will das Spiel doch nur leiser machen. Ach komm schon, bitte, bitte.
Oh, ich kann's nicht leiser, aber wenn ich mir das jetzt 2 Stunden auf den Lautsprecher gebe. 2 Stunden, oh mein Gott. Warte, ich mach einfach den Kopfhörer leiser. Boah, der Trick, Junge. Ja, aber. Miau. Miau, miau. Die Hannover Musik war mega. Veräppeln hier. Was ist denn das für eine Scheiße? Guck doch mal, ich bin doch voll drin. Oh mein Gott, du musst halt so Millimeter. Ja, hier, Lecko Facko, ey. Wofür sind denn da so Dinger davor? Weißt du? Ich hab noch 2 Sekunden Zeit gehabt. Nee, ich schaff's nicht. Mission fehlgeschlagen. Nein, das ist der Knaller. Ich hab's nicht geschafft. Es tut mir so leid. Hallo? Was ist einfach nur Sepp? Ja, kein Problem. Hallo! 1 Minute 8 Sekunden noch, Sepp. 5, 4, komm schon. Was ist denn hier los? Dein Ernst! Das ist unser Zeitdruck. Die Amtsgäste sollen jetzt aus dem Flugzeug springen oder was? Was ist denn hier los? Wo hast du eigentlich so eine Axt her? Ich hab mir die gebaut hinter dir, Peter! Oh Gott, da vorne sind noch mehr Zombies. You are on fire? Was? You are on fire. Nein! Ich werde sterben, ich bin tot. Du bist nicht durstig, ja, schade, Peter. What the fuck? Ich bin gut, dass du vorher das erste Mal zu trinken schluckst. Ja, ich wollte mich damit löschen. Stopp! Charakter. Du nicht weiter! Erstmal deine Schuhe ausziehen. Hast du noch was in den Taschen? Hast du einen Gürtel an? Ja? Zieh erstmal alles aus, ja? Ist Sepp auch dann, bei dem Video drauf gewesen? Weiß ich auch nicht, aber ich glaube, das ist so. Ja, genau, das ist so Standard gewesen, wenn er nach Hause kommt. Lol, es gab noch so ein Dings hier. Doodlejump-Modus? Ist ja geil. Das Coole an dem Spiel ist tatsächlich, dass man das halt mit einer Hand spielen kann bisher. Also ich kann mir nebenbei die ganze Zeit einfach eine Palme wedeln und denken, boah, wie geil das Spiel das ist. Aber, ja. Okay. Puzzle-Mode. Hey. Hast du dich, Sepp? Tut mir so leid. Oh mein Gott. Wie ewig das geschafft. Oh, unser Zielflugzeug. Mensch, haben wir es endlich geschafft. Wow, krass. Jetzt musst du da wieder andocken in 6 Minuten 35. Das Spiel ist natürlich direkt zum ersten Mal abgestürzt. Ja, hat nicht lange gedauert. Quasi 4 Minuten. Wir haben noch niemanden gesehen, der mit so wenig Aufwand versucht zu hüpfen. Hui! Dann öffnen wir mal mein Inventar. Sieht ein bisschen aus wie The Forest. Boah, das ist alles nur aus einzelnen Bildern zusammengefügt, dieses Spiel. Auch das sieht richtig crappy aus, da habe ich dir echt was Gutes gegeben. Aber das wird auch nicht besser. Wenn ich mir die Vegetation da draußen schon angucke, dann wird mir schon wieder schlecht. Ja? Und dieses Ruckeln. Ah. Oh, die Bäume sind ja eigentlich ganz hübsch, muss man ja mal sagen. Der Himmel. Oh. Was? Der ist gekommen. Der macht mir gerade relativ. Ganz ehrlich, der macht mir gerade relativ viel Spaß. Ja, ehrlich gesagt auch. Was ist hier los? Ich hab das Spiel noch nie gespielt, aber ich. Das lag einfach nur daran, dass ihr das zu zweit spielen durfte. Ja, ist halt echt so. Boah, das ist aber auch so ein richtiger Holz. Feller Spasti. Wir haben ihn jetzt bestimmt schon 8-mal getroffen. Ach Quatsch, 8-mal, bestimmt schon 32 Mal getroffen. Wie viel der aussieht. Meine Axt ist weg. Ich kann leider keine Pfeile machen, denn dafür braucht man Arrow. Ja, wow. Nice, Peter. Ich kann keine Pfeile machen, denn dafür. Dafür braucht man Federn. Ich habe keine Federn. Ich habe auch keine Federn. Sollen wir den mit unserem Klappler jagen? Lass uns probieren. Hey Hirsch! Alles gut. Du hast jetzt einmal das hier tot, oder? LOL! Guck dir die geile Animation an. Hopp, hopp, hopp. Wie schnell der ist. Das ist ein Zombie. Schön, der präsentiert dir seinen Arsch. Der ist super schnell, Peter. Holy shit. Au! Oh, Alter, der hat dir richtig den Haken gegeben. Wenn der jetzt auch so stark ist wie der andere, dann haben wir aber ein Problem, Peter. Das sagst du aber laut. Alter, was ist los mit dem? Der ist mega verwirrt. Das sagst du aber laut. Das ist ja wohl dir klar. Oh Gott, noch 11, bitte, 10. Ich find's schön, wie im Hintergrund immer so das Licht jetzt wandert. Ja, zumindest! Aber ich hab noch 4! Ich bin jetzt sofort tot! Ich bin tot! Nein! Lauf durchs Feuer! Nein! Er läuft die ganze Zeit ums Feuer rum! Jetzt lauf durchs Feuer, du Scheißvieh! Ja, es brennt! Oh, oh nein, Gott! Oh nein! Das Spiel war mega scheiße! Zombie, alle. Aber bei euch steht echt lustig. Guck mal, wie oft da schon links steht, Player Pete died. Ich glaub's ein Gegner ist. Alter!
Hast du gesehen? Alter, ist das scheiße. Das ist doch dein bestes Spiel. Es ist halt einfach Abend geworden. Hast du diesen Zeitwechsel gesehen? Das ist aber schön. Ich finde dynamisches Licht wird vollkommen überbewertet. Raytracing. Oh Gott, das ist so geil. In seinen Kinderschuhen. Best. Ohne Spaß. Wow, jetzt aber nachts. Na, wir haben mal die Soundcues. Da hinten steht doch ein Gegner. Was war das überhaupt für ein Spiel? Blood of Old, das war so ja, Skyrim-mäßig. Nein. Nice. Ah, Skyrim-mäßig. Ja. Ich hatte immer noch in der Bibliothek. Ja, das ist noch komplett verändert. Das ist der bescheuerste Spiel, muss ich jemals gespielt haben. Warum hat der 6 Spiele in einem quasi? Ja, ey. Hab ich ja gesagt. Christian, was bist du für eine Scheißkatze? Alter. What the was fuck, was bist du für eine Scheißkatze? Alter. Boah. Jawohl. Hier, noch ein Pott. Sonst noch was, da vorne liegt noch Zeug. Na. Oh, ist gar nicht geknackt. Scheiße. Oh, auf. Hey, wir haben es geschafft. Ey. Ich habe einen eingeschlafen. Ey. Ohne Witz. Das ist ja ultra langweilig. Ey. Hammer. Ich bin ja mega Fan von so tiefgründigen Simulationsspielen. Krass. Okay, nehmen wir jetzt den nächsten Schlauch. Bam, bam, bam. Der Knaller. Enemy's armor absorbed the blow. Welchen Blow denn? Ich schlag doch gar nicht! Ey, du, kannst du mal eben warten? Ich muss Stamina wieder auf. Wieso klebt der denn so an mir? Geh mal weg! Ich kann nicht zuschlagen! Was ist das für ein Mist? Der macht auch nichts mehr. Ich krieg fast die Tränen. Der tanzt nur mehr rum. Geh mal weiter. Ja, einfach. Ich hab jetzt einen Begleiter. Guck mal, jetzt krieg ich Stamina wieder, wenn der auf mich draufhaut. Finde ich gut. Das ist echt die Animation. Wieso hat ist der? Das ein automatisches Schlagen gewesen oder hast du geschlagen? Ich hab versucht zu klicken, weil ich habe ein Schwert in der Hand, aber irgendwie ist nichts passiert. Also ja, vielleicht gab es die Animation gekriegt. Einfach nicht. Ich habe keine Ahnung, was passiert. Vielleicht gab es die Animation einfach noch nicht. Achso. Wer hat denn jetzt Leben verloren? Das sieht ein bisschen aus wie Sido. Ich glaube, ja. Ich mach dem Schaden, wenn ich da draufspringe. Guck mal. Ich spiele Super Mario. What the fuck? Komm her! Kann ich wahr sein? What the fuck? Komm einmal noch! Ich hab kein Stamina mehr. Erstmal ausruhen. So, jetzt töte ich dich. Ja! Da haben wir unseren ersten Gegner down. Kann ich den looten? Ne, kann ich natürlich nicht. Ne! Ne, guck mal! Noch andere Gras- bzw. Pflanzentexturen, ist ja shit. Ja, erinnert mich direkt an Skyrim, wenn ich das Spiel sehe. Ach so, ab hier beginnt das Gebirge. Ja, das, Das Wasser? Im Gebirge gibt's kein Gras. Oh! Das war die Quest zu dem Zulaufen. Ah, okay. Deswegen wurde er auch immer gezeigt. Ne, ich möchte eigentlich nichts. Nee, läuft übrigens wieder die Musik aus dem Hauptmenü. Nein, ich möchte nix. Boah, das aber auch. Ich meine, überlegt euch mal, wie groß die Burg ist, ja? Also die Burgmauer und so weiter, das Ganze drumherum. Und die eigentliche Burg ist das. Ist das nicht krass? Ich glaube, der Bram hätte die auch so gebaut. Was ist das denn? Alter, was geht denn hier ab? Ach du heilige Scheiße, brennende Zombies! Ach du heilige, alles gleich tot. Wieso kriegst du da so viele Zombies auf den Hals gehetzt, obwohl du halt nichts hast? Ja, ja, der ist wahrscheinlich sonst wo hingelaufen schon, ne? Unerwartet. Ich glaube schon. Ja, sowas von. Ja, wir sind einfach durch die Gegend gelaufen. Schwein, oh, wie süß. Soll ich das abschlachten? Soll ich das abschlachten? Darf ich das töten? Wir brauchten Essen. Wie kann ich das drehen mit links? Laufender Holzfeld, Baumfeld. Ja. Oh Leute, so ein Spiel ist da auch noch drin. Match 3. Trille, Trille, Mille. Fick dich. Pau, Junge. Pau. Tja, tja. So, hier. Machen wir mal Action bei dem Spiel. Mittagsruhe ist vorbei. Vor allem dieser 30-sekündige Loop, ja?
und aus. Jetzt sofort ist er wieder aus, ja? Und dann fängt er vorne an. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal ganz kurz darauf hinweisen. Die Möglichkeit, Sepp zu ficken, ja, und ihm zu sagen, wie schön ich das alles fand. Danke, Sepp. Ja, ist jetzt hier eingeblendet. Ich weiß, das ist mein Highlight hier. Weißt du, Catering kann jeder andocken. Das hat eine auch jeder, ne? Aber Schneerohr, ah, ne? Das ist nicht jeder. Aber ist auch einfach weg. Das ist auch noch das Problem, dass irgendein. Der fährt da auch zum 8. Mal gerade, ja, lang, oder? Der sein Fahrzeug einfach mitten auf der Straße stehen lässt. Als ob das da nicht einen halben Meter daneben stehen darf. Ich stehe voll drin. Das Ding ist sogar zu klein für mich. Ey, guckt euch das an. Das ist voll krass drin. Das ist voll krass drin. Da, ja. Da. Oh, endlich. Krass. Wir haben es geschafft. Nee, ich kann nicht. Ja, I will do this. Gib her. Ach so. Ich muss jetzt nach Bergos Castle laufen, hab nichts bekommen. Das hat lange gedauert, dahin zu laufen. Das sind jetzt wieder 1300, nicht weiß ich was, Meter. Ich hab noch mehr. Oh, hier ist eine Truhe. Der einzige Gegenstand mit dem Alltag, ja, seit einer halben Stunde, da ist natürlich nichts drin. Natürlich kann man da nicht rein. Ich bin Jesus. Jesus, Jesus. Du warst echt okay. Oh, ja. Jesus, Jesus, every time for play. So nämlich. Wie schaut das denn? Weißt du, der Baron oder was weiß ich, wer hier haust, der König? Ja, König. Der kommt hier aus seinem Schlösschen raus und dann sieht er erstmal. Das ist nicht symmetrisch. Will ich ein Pferd stehlen? Will ein Pferd stehlen? Nein. Ich kann tatsächlich einen theoretischen Pferd kaufen. Alter! Halt! What the fuck? Das war ein Geräusch vom Pferd. Ja, so machen Pferde. Ist halt voll unrealistisch, das ist doch scheiße! Mann! Mein Gott, Sebastian, das ist richtig! Oh, es scheint, als wenn dieser Vater gerade nicht gebraucht werden würde! Weißt du? Mir egal, fick dich! Damn, it feels good to be a judge. What the fuck? Mhm. Gekriegt. Das ist ganz schön schön. Aber die wichtigste Frage als allererstes ist, warum zum Henker fallen da die ganze Zeit Federn vom Himmel? Wo ist das denn der Haustiermodus? Das Vieh guckt mich an und es tut nichts. Hallo Sebastian, wir sind live in der Aufnahme gerade von Project Cats. Und dein Spiel, was du mir gegeben hast, da kann man Folgendes machen, ja? Ich kann mir 4 verschiedene Katzen aussuchen und wenn ich da draufklicke, ändert sie die Position. Das ist es. In diesem Modus. Kannst du nicht streicheln? Ja? Sebastian Linzen hat mir gerade geantwortet. Und zwar nur mit dem Satz, du musst die Cuteness auf dich wirken lassen. Spaß. Geil. Sehr gute Antwort. Ja, jetzt musst du da noch eins draufsetzen. Lol! Ah, ich stehe in Flammen! Ich wusste, dass das irgendwann passiert. Ja, das dauert jetzt ein bisschen. Warum? Die Truhe hält viel aus. Badam, badam, babam. So schön, ja, dunkel. Premium-Unterhaltung. Ich muss erstmal Holz abbauen. 230. Jetzt ist mir meine Hacke kaputt gegangen. Machst du nur noch einen Schaden? Mein Gott. Du arme Sau. Ich baue eine Truhe. Easy. Wow, dafür bist du jetzt echt abbauen gegangen für 10 Holz. Wusste ich nicht! Mal gucken, wie weit ich jetzt komme. Ich gucke jetzt mal Bergos Castle an, so. Boah, guck dir die Weitsicht an. Gute Nacht. Eine Ewigkeit später. Boah, guck mal. Ich habe das im Zeitraffer aber, glaube ich, laufen lassen. Ah. Aber ich wurde verpasst? Wahrscheinlich nicht. Oh, da ist es. Bergos Castle. Das sieht schon... Das ist riesig. Schlecht sieht das jetzt schon aus. Schlecht sieht das schon aus, ja. Wie komme ich jetzt hier rein? Hier ist er zu. Deliver Letter. Ja, darfst nicht rein. Das ist der Postbote.
Task completed. 200 Gold plus 5 Renown plus 100 XP? Ich muss jetzt wieder zurück zu diesem verkackten Commander laufen, oder was? Ich dachte, hier wäre jetzt was. Oh, das ist doch nicht euer Ernst, Freunde. Oh. Und bist du noch zurückgelaufen? Wieso habe ich jetzt weniger Gold als vorher? Nachdem ich Gold bekommen habe. Ach, ja, Mann, plus, minus, ne? Das, boah. Ja, so zwischendurch ist er noch 73 Mal abgestürzt. Ja, Mann. Unsere Bude ist ready. Alter, ihr habt ja voll viel jetzt. So, ja. Du bist Mann, ich bin Frau. Wir müssen Snoo-Snoo machen. Geh mal weg da. Nein, ich will Snoo-Snoo machen. Ich will jetzt kein Snoo-Snoo. Ich hab alle gekillt. Okay, so, pass auf. Kann ich dazu jetzt runterfallen? Kein Snoo-Snoo. Wo ist denn jetzt euer Haus? Ja, boah, abgebrannt. Ich mach das erstmal mit was anderem, ja? Ja. Hier, so ein Wundenschere. Okay, der steht jetzt am Boden. Der ist ganz schön... Was? Alles klar, so, bottled water. You feel sick to your stomach and have diarrhoe. Ups. Ups. Ja, jetzt bin... Ich hab da jetzt links unten so ein Arsch stehen, wo ein Häufchen drunter steht. Ja, hab ich jetzt auch. Was? Aber scheißegal. Nice. Ich hab immer das Gefühl, dass da draußen irgendein Typ irgendeine Scheiße baut. Ey, ist hier jemand? Ja, wie auch mein. Ich bin ein bisschen traurig bei dem Spiel, wenn ich ganz ehrlich bin. Das war schon traurig. Leck mich am Sack. Okay. Play Cat Toy Mode. Just leave your cat alone with your screen on it and let your cat try to chase and catch various objects on screen. Just leave your cat alone. Einmal ganz kurz, hallo Freunde, ich bin in der Aufnahme gerade von meinem Wimmelbildspiel. Die lieben Zuschauer hören euch. Mein Spiel besteht daraus, den Cat-Toy-Modus zu spielen bei Project Cats, der besagt, lass deine Katze alleine. Und das passiert auf dem Bildschirm, damit die Katze da Spaß haben kann. Yay! Geilstes Spiel ever! Das war mega, das Spiel. Wir haben es geschafft. Yeah. Der hätte da bestimmt auch nochmal Bock drauf, Kack, oder? Ich glaube auch. Was sagst du zu diesem Scheißspiel, hä? Ja, genau. Das sagen wir dazu. Arschlecken. Möchte kurz anmerken, das Blood of Old, ja, falls ihr da jetzt so mega Bock drauf bekommen habt, weil das Spiel so Premium aussieht. Verständlicherweise. Gibt's leider nicht mehr auf Steam. Oh, gibt's nicht mehr? Ne, also ich hab's zwar noch in der Bibliothek, kann auf Installieren drücken, aber wenn ich auf Shop-Seite gehe, dann landest du einfach ganz normal im Shop. Gibt's nicht mehr. Oh mein Gott. Wobei man aber auch sagen muss, es kann natürlich auch daran liegen, das war halt wahrscheinlich ein Typ, der versucht hat, irgendwie ein bisschen zu programmieren. Und ich sag mal, die Kommentare waren jetzt eher negativ. Also ich sag, das war eine Limited Edition, die sind ausverkauft. Das kann natürlich sein. Also dann ist auf jeden Fall was Historisches, was mit deinem Video dann festgehalten wurde auf YouTube. Ein Spiel, was es nicht mehr gibt. Mhm. Ja, das ist schon... Kannst du nicht mehr kaufen. Das ist schon krass. Wir könnten das natürlich jetzt hochhypen oder einfach akzeptieren, dass es das bei ganz vielen Spielen auf unserem Kanal gibt, aber hey. Meinst du, wir haben so viele Videos von Spielen, die es nicht mehr gibt? Also wir haben auf jeden Fall viele Videos von, wir haben Videos von Spielen, die es nicht mehr gibt oder die man nicht mehr vernünftig kaufen kann, zum Beispiel Schlacht um Mittelerde. Ja, aber da kannst du ja einfach auf eBay eine Edition kaufen. Aber wobei, muss man ja sagen, wir haben das Video ja auch nur gemacht mit so einer Version, die wir uns irgendwo auf eBay gekauft haben. Und jetzt, wo ich das sage, fällt mir gerade ein, ich glaube, ich habe meine nicht mehr. Ja, ich meine auch nicht, aber und wir haben auch noch alte Versionen von, zum Beispiel, wir haben noch ein richtiges Let's Play von der Alpha-Version von Minecraft und so. Das kannst du heute auch nicht mehr spielen. Das stimmt. Doch, kannst du wohl, ja? Theoretisch. Also von Minecraft so. kannst du jede Version einfach runterladen und spielen, ja. Auch aber da, wo man die Spitzhacken wegschmeißen musste und dann war die repariert. Das ist ja. Das, aber ich glaube trotzdem, dass da noch einige Videos von ja, ist. Diverse Trash-Night-Titel kannst du ja, wirklich. Ja. Die gibt es ja schon alle noch. Da hätte ich nämlich jetzt auch als erstes dran gedacht, an die Trash-Night-Spiele. Ja, die halten sich komischerweise alle. Ja. Wie Fußpilz. Ja, vielen lieben Dank für diesen Vorschlag. Wir haben nochmal in die Vergangenheit zurückgeblickt und die war irgendwie so halb geil. euch hat es hoffentlich trotzdem unterhalten. Euch jetzt auch noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin, haut rein. Tschüss.